Moin, liebe Top-Familie da draußen und liebe Let's Dance-Fans da draußen. Herzlich willkommen jetzt zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, heute geht es nicht um Kandidaten, sondern wie ihr schon im Titel lest, um meine Meinung zu den Promis bislang und um mein Fazit bislang, dass ich insgesamt leider nicht ganz zufrieden mit der Auswahl bin. Es geht tatsächlich vielen so, denn auf Instagram liest man Kommentare wie: Es gibt so viele Promis, die ich mir gewünscht hätte, aber dieses Jahr schaue ich nicht, da lese ich lieber ein spannendes Buch. Oder, oh Mann, findet ihr sonst jemanden, wird ja immer schlechter der Cast. Oder auch sowas wie, leider sind mir 80% der Promis oder möchtegern Promis zu unbekannt. Schade, echte Promis würden bestimmt mehr Zuschauer an die Bildschirme und Telefone locken. Ich kann diese Meinung größtenteils teilen. Ich sage euch auch, aus welchem Grund. Schauen wir mal auf die letzten Jahre. Ein Rurik kannte man vielleicht jetzt nicht irgendwie, außer man kennt sich mit Fußball aus. Aber es ist eben, sage ich mal, ein Gebiet, wo irgendwie jeder auch was zu sagen kann und jeder irgendwie sich auch mal dazu was lesen kann. Und Rurik hat sich sofort, sage ich mal, in unser Let's Dance Herz und in viele Frauenherzen, sage ich mal, getanzt. Auch bei The Masked Singer war er ja da und hat er sich in die Herzen gesungen. Jedenfalls, wir hatten immer eine gute Auswahl an Promis aus verschiedenen Gebieten. Wenn wir jetzt aber gucken, woher die meisten Promis dieses Jahr aus welchem Bereich kommen, finde ich, muss man hier schon eine Kritik äußern. Chrisanthi Cavazzi finde ich interessant und finde ich toll. Sie war mit einer so meiner Wunschkandidaten, von daher finde ich toll. Ich finde auch interessant, muss ich zugeben, Sharon Batiste, die Schauspielerin und Ex-Bachelorette. Falls ihr das Video nicht gesehen habt, wo ich auf die Kandidaten eingehe, dann schaut euch das auch nochmal an. Oder auch Alex Maria Peter. Finde ich auch sehr interessant. Bei den Männern finde ich sehr interessant, muss ich zugeben, Timon Krause oder Philipp Boy. Philipp Boy auch einer meiner hier Wunsch-Promis tatsächlich, den ich mir mal gewünscht habe. Wir haben einen Comedian Abdel Karim, Handspieler Michael Mimi Kraus, Städtekoch Ali Gürgemüs. Da haben wir jetzt Promis aus den verschiedenen Gebieten, wie es sonst immer war. Wenn wir jetzt nochmal in die Vergangenheit blicken und gerade auf den Aspekt Social Media, YouTube, Content Creator, TikToker und was weiß ich gucken, wir hatten Mike Singer, der aber mehr Sänger ist als irgendwie ein Social-Media-Star oder YouTube-Star. Und wir hatten die Lochis. Auch Lukas Rieger war mal bei Let's Dance. Aber ich sag mal, das ist eine überschaubare Zahl, um auch junge Zuschauer mit anzulocken. Wen haben wir jetzt? Wir haben Younes Zaru, der ja der größte TikToker ist. Ich habe noch nie was von ihm gehört, vielleicht nur mal irgendwie kurz gelesen. Und dann sehe ich so, sage ich mal, so Bilder bei, sage ich mal, hier bei RTL.12. Und wieder natürlich so die kleinen Kiddies sagen, oh, ich finde ihn so toll. Ich bin zwar nicht auf TikTok so aktiv, aber wenn ich da aktiv bin, dann gucke ich mir nur eher so Fußball- oder Sportsachen an. Und da gebe ich seinen Namen ein und sehe, was er für TikToks macht und denke mir so, okay, weg. Irgendwie gar nicht mein Content. So, Knossi ist mit dabei. Kennen wir natürlich auch durch Streams, durch YouTube, nicht zuletzt jetzt auch ja natürlich durch die Webserie Seven vs. Wild. Wir haben Sally Öschern vom Kanal Sallys Welt. Wir haben Julia Beautix. Das sind mir zu viele YouTuber. Und obwohl ich natürlich selbst in dem Sinne YouTuber und Content Creator bin, sage selbst ich, das ist too much.
Das ist einfach too much. Also, das vor allem Let's Dance, finde ich, hat immer eine Zielgruppe auch gehabt, natürlich so von 20 plus und 30 plus, mehr als zwischen 20 und 30. Aber jetzt holen wir, jetzt muss ich überlegen, U20 Zuschauer mit dazu, also unter 20. Und geht das nicht in eine falsche Richtung? Also, ich möchte nicht am Ende dieser Staffel, und das tut mir leid, wenn ich das so hart sage, ein Knossi, eine Julia und eine Sally zum Beispiel, oder von mir aus auch ein Younes Saru, dass drei von den Vieren im Finale stehen, weil die Kiddies meinen, ich stimme für meinen Star ab, von wem ich Fan bin, und deswegen kommt dann der oder die so weit. Die Lochis sind relativ schnell rausgeflogen. So, aber das lag auch daran, der eine, ich weiß jetzt nicht mehr, wer so weit gekommen ist, ob Heiko oder Roman, aber einer ist ja relativ zügig rausgeflogen. Der andere wurde Platz 8, glaube ich. Da hat man aber trotzdem gesehen, die haben sich angestrengt, der eine mehr als der andere. Und das hat sich dann auch ausgezahlt. Aber ansonsten, wir hatten eine bunte Mischung von Schauspielern, Sängern. Wir haben kaum Sänger. Wenn man, oder so richtig Sänger, wenn man es mal so sehen will, wen ich ja gern dabei gehabt hätte, wenn ich noch ehrlich bin, wäre zum Beispiel doch, wäre lustig gewesen, Tom Beck. Das heißt, wir hätten ein Ehepaar gehabt. Oder von mir aus auch hier Mark Keller. Hätte ich auch mega gefeiert. Also ich sag mal, es gibt viele Stars und auch richtige Promis, die ich mir hätte da gewünscht. Und wie gesagt, Knossi oder Judith oder Julia oder Sally in aller Ehren. Aber ist einer oder sind drei von denen oder die Hälfte von denen im Finale, dann ist das für mich die schlechteste Staffel. Also das sage ich wirklich so, wie es ist. Weil das wird ja dann immer schlimmer, wenn RTL meint, wir holen nur noch solche Promis zu Let's Dance. Hätten die jetzt gesagt, okay, wir holen uns Knossi und dann von mir aus irgendwie noch eine Frau. Hätte ich gesagt, okay, passt. Passt. Dann hätte ich, glaube ich, jetzt nicht so auch ein extra Video dazu gemacht. Wir wissen ja noch nicht, wer so gesehen Kandidatin Nummer 7 ist. Habe ich ja nur eine Prognose mit zu aufgestellt. Wenn ihr es nicht gesehen habt, schaut euch das Video, wie gesagt, an. Aber ansonsten bin ich insgesamt mit der Auswahl der Promis aus dem Bereich Social Media sehr unzufrieden. Wie gesagt, und dann teilt sich das auch eben so mit den Meinungen, wenn man sich das auf Instagram und so und online vor so durchliest, bin ich da voll mit bei. Auch noch so Kommentare wie, gut, ich bin raus, diese Staffel am besten, die damit dann noch als Propaganda nutzen. Da geht es hier um, wie heißt sie nochmal, um Natalia. Das ist nicht mehr das Let's Dance, was ich mit Freude gucken würde. Schade. Da ist das Dschungelcamp ja besser besetzt und das ist schon ziemlich weit unten. Das stimmt. Und das muss man genauso sagen. Dschungelcamp ist, finde ich, von einem Niveau, zumindest sage ich mal, auch von der vulgären Sprache her, schon ein bisschen unten, ist eine Trash-Sendung, darf man auch nicht vergessen. Ist jetzt nicht so, dass Dschungelcamp, ja, die Show schlechthin ist. Aber da sind Namen jetzt diese Staffel wie Mark Terenzi, Lukas Cordalis, Claudia Effenberg, das sind Namen. So, und dann lese ich die Namen bei Let's Dance und denke mir so, hättet ihr euch da wirklich nicht bessere holen können? Ich bin, wie gesagt, ein bisschen enttäuscht. Viele von euch werden es bestimmt nicht sein, weil sie eben so sagen, ey, ich finde es cool, dass eben diese YouTuber dabei sind. Ihr müsst wissen, ich gucke jetzt Let's Dance seit der dritten oder vierten Staffel. Und man war noch nie in dem Sinne, sage ich mal, auf so einem, und ich drück's so aus, Niveau, dass man meinte, wir holen uns jetzt so viele YouTube-Stars, weil wir es irgendwie nötig haben. Und das finde ich
jetzt tatsächlich, ja, traurig und schlimm zugleich. Meine Meinung. Von daher, schreibt sehr gerne in die Kommentare aber eure Meinung dazu, würde mich sehr interessieren. Ich teile jedoch eine andere Meinung bestimmt als ihr. Könnt ihr mir durchaus vorstellen. Ja, von daher. Wenn euch aber das Video hier gefallen hat, zeigt es sehr gerne mit einem Daumen nach oben. Vergesst nicht zu abonnieren, Glocke aktivieren. Damit ihr auch immer zu den Videos hier zuletzt jetzt benachrichtigt werdet. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Ich bin auf eure Kommentare sehr gespannt. Und wir sehen uns zum neuen Video auf meinem Kanal wieder, denn als nächstes kommt natürlich auch irgendwann jetzt meine Prognose. Bis dann bleibt mir noch zu sagen, Anpfiff, Abpfiff, Tor, ciao, liebe Top-Familie und liebe Let's Dance-Fans da draußen. Bis zum nächsten Mal, haut rein und tschüss.